Hallo, liebe Pfeifen-Community. Ich habe mich seit längerem nicht mehr gemeldet. Und ich denke, es ist mal wieder an der Zeit, ein kleines Hallo zu sagen. Und ich hoffe, dass ihr bei einer Frage, die mich seit einigen Tagen beschäftigt, vielleicht helfen könnt. Eine Pfeife raucht man ja nicht einfach so marsch eben schnell in 5 Minuten. Aber zwischendrin braucht man vielleicht mal 5 Minuten, wo man einfach mal kurz abschalten sollte. Der Zigarettenraucher geht dann kurz vor die Tür und ist nach spätestens 10 Minuten wieder da. Das kann ich mit einer Pfeife wohl vergessen. Pfeife ist Genuss und Zigarette ist Sucht. Ja. Das ist der Unterschied. Sich aber eine Pfeife zu stopfen und sie immer wieder ausgehen zu lassen, finde ich, hat erstens der Tabak nicht verdient und zweitens finde ich, schadet es einfach dem Genuss. Also verzichtet man lieber darauf, zumindest geht es mir so, weil die faulen Pipo kam für mich nie in Frage. Ich bin jetzt nur etwas stutzig geworden, als ich von der faulen Mini gehört habe. Natürlich hat der eine oder der andere die faulen Mini hier schon vorgestellt. Aber kann man eine faulen Mini in 5 Minuten wirklich wegrauchen? Oder was macht ihr, wenn ihr einfach mal eine Pfeife für zwischendurch braucht? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine kleine Antwort geben könntet. Per Kommentar oder Videoantwort. Ist mir eigentlich egal. Hauptsache, ihr könnt mir mit meinem Problem helfen. Jetzt wünsche ich euch allen noch einen schönen Feiertag. Bis dahin, I spread my wings and fly. Euer Eagle Pipe.